Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, dem Thomas von Playgadon. Und ich würde mal sagen, wir werden ein weiteres Spiel in der dritten Liga bestreiten. Ja, ich glaube, bei mir herrscht sowas wie Aufnahmeglück. Denn ja, in der Aufnahme hat mir der erste Sieg in der dritten Liga gelungen. Ist mir gelungen. Und hier, als ich mal offline gespielt habe, habe ich direkt eine Niederlage kassiert. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir nochmal ein neues Aufnahmespiel und mein Mikrofon muss etwas weiter weg. Ah, das Kabel stört jetzt etwas. Dann muss ich jetzt ganz vorsichtig dran ziehen, damit die Aufnahme jetzt nicht abkackt. Okay, hat nicht viel gebracht, aber Aufstellung bearbeiten. Das englische Team, ich bin noch nicht so gewohnt damit. Und Silva, muss ich ehrlich gestehen, hat mir überhaupt nicht gefallen auf dem linken Flügel. Der ist so langsam. Also ich kann eigentlich nur mit relativ schnellen Spielern spielen. IF war das, glaube ich, ja. IF. Ach ja, das ist doch ein geiles Team, das ist wirklich ein geiles Team. Ich kann einfach nur sehr gut damit spielen, ist ja mal Geschmackssache, was man unter geil versteht. Im Übrigen werden die nächsten FIFA-Aufnahmen von der Qualität her viel höher, da ich morgen bzw. heute einen HDMI-Splitter bekomme. Also ihr könnt euch schon mal auf die nächste FIFA-Folge freuen, denn die wird von der Qualität her sehr hoch, wirklich. Kann ich nur versprechen. Das wird dann schon so PS4-like. Like a PS4, ja, ich habe schon lange nicht mehr den schwarzen Trikot gespielt. Werden wir das mal nehmen? Vielleicht bringt es ja sogar Glück. Oh, ein kleineres Stadion. Ich mag die kleineren Stadien ehrlich gesagt mehr. Wieso das so ist, keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja auch ein kleines Stadion-Fetischist. Ja. Nee, Spaß. Okay, wir gucken uns mal 85er Rating. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, ein englisches Team. Sturridge, Costa, Silva, Juamata, Özil, keine Ahnung, Zabaleta, Company, David Luiz, nee. Nein, oder? Ach, wie heißt der Typ auf der linken Verteidigung? Keine Ahnung. Ach, habe ich ein Upgrade von Zabaleta gekauft, wegen Data nur ein 82er Rating, meiner hat ein 83er Rating. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Eine späte Erkenntnis ist auch noch gut. Schon wieder ein langer Ladebildschirm. Im Übrigen, ich habe ja jetzt mein Praktikum in der Sparkasse. Oh, die Verbindung wurde mit dem Gegner abgebrochen. Ja, super. War ja auch ein langes Spiel, wirklich. Habe ich gewonnen oder was? Nee, also ein Spielervertrag wurde bestimmt abgezogen, aber Aufstellung bearbeiten. Fitness haben die nicht verloren, ne? Zum Glück. Hätte mich auch gewundert. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ach so, weiter, genau. Ja, rotes Trikot ist mir jetzt egal. Also ich hatte ja heute wieder einen Tag in der Sparkasse. Ich muss ehrlich gestehen, das Praktikum ist sau langweilig. Also die Mitarbeiter haben mir auch gesagt, dass das Praktikum da sehr langweilig ist. 86er Rating. Uiuiuiuiui. Schönes Team. Bis auf Rom im Sturm. Was er da soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stehe da einfach nur rum und gucke zu. Aber ich freue mich immer, wenn ich mal was machen darf. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen, wenn ich schon so sehr lange zugeguckt habe. Wäre schon nice, wenn ich mal was machen dürfte. Alter, das wird schwer. So Neymar, Bale, Rom, das wird eine Herausforderung. Mir ist aufgefallen, in der dritten Liga haben die alle beinahe so ein Team. Ich versuche mal wieder langsam das Spiel aufzubauen, ohne Ballverlust natürlich. Mehmet Yildiraz wird die Partie heute pfeifen. Alaba. Marco Reus. Ein bisschen auf Ballbesitz spielen. Reus. Dreieckspass. Ja, Thiago hat sich durchgesetzt. Das hat leider nicht geklappt. Meistens versuche ich dann noch die Verteidigung am Flügel ein bisschen auszudribbeln, aber okay, Thiago hat schon wieder einen Ball erobert. Einfach mal einen Fernschuss. Nein, leider nicht geklappt. Als ich draufschießen wollte, wurde ich doch gestört. Puh, die Verteidigung steht schon mal. Der Gegner hatte schon einige Fehlpässe, da die Bälle gut abgefangen wurden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Flankenmöglichkeit. Draufschießen und... Ah! Der Ball war zu unplatziert. Ich muss mal den Spielsound ein bisschen runterdrehen. Ich glaube, dann werde ich mal einen kleinen Cut machen. Naja, ihr werdet keinen Unterschied merken. Ich aber... Da der Spielsound vom Fernseher doch ins Mikrofon reinkommen würde und wenn man den Ton dann doppelt hört, dann ist das schon ein bisschen
Okay, was macht der Gegner da? Ich habe auf Pause gedrückt, aber anscheinend macht er auch was. Will er schon auswechseln oder wie? Ach ja, jetzt muss er ja spielen. Jetzt muss er spielen. Was auch immer er da gemacht hat. Alaba? Nein, oh! Wäre geil gewesen, jetzt so ein frühes 1-0. Da hätten wir den Gegner schon mal ein Zeichen gesetzt. Boah, schon wieder eine Balleroberung. Aber ich muss mir immer denken, der ist nicht umsonst in der dritten Liga. Na, schade. Da hat er sich den Ball schön Ein erobert. ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg wird natürlich auch heute wieder Arjen Robben sein. Er soll Ja, ich habe meinen Robben ja verkauft. Ich habe mir ehrlich gesagt. Okay, Boateng hat schön den Ball erobert. Dass es keine Ecke wurde. Ich habe mir so bei Robben gedacht, ich weiß nicht, ne? So ein Shaqiri ist eigentlich auch geil, aber Robben bringt mir halt 1,6 Mille, ne? Das ist schon eine große Zahl an Coins und davon habe ich mir auch schöne Spieler gekauft. Seite ist wunderbar bespielbar. Und ich habe auch noch ein Pack-Opening davon, glaube ich, gemacht. Müsste ich irgendwann mal wieder machen, aber dafür muss ich den Spieler verkaufen oder ich investiere halt für ein paar Münzen auf MMOGA. Ich sage nicht so gerne MMOGA. MMOGA hört sich nicht so gut an wie MMOGA. Ich sage einfach MMOGA. Ich meine, bei Five Nights at Freddy's habe ich auch immer fucking No Maus gesagt, obwohl es ein Hase ist. Ja, ich habe es endlich verstanden, dass es ein Hase ist. Da haben sich ja einige aufgeregt darüber. Ja, da hat man schon im Ansatz gesehen, dass es nichts wird. Das Ja gerade von dem Reporter war geil. Ja, hat mich irgendwie erinnert an das Kind auf Crack. Falls ihr das Video nicht kennt, ey, gebt einfach mal auf YouTube ein. Kid of Crack heißt es, glaube ich. Kid of Crack, ja. Dieses Ja, das ist einfach nur unbeschreiblich, ey. So, Lewandowski hat schön gepasst. So, Reus, Dreieckspass angekommen. Götze. Na, Götze, der kann wirklich nicht viel am Ball. Marco Reus. Oh nein, dann hat man schon. Oh, Fernschuss. Na, wenigstens eine Ecke rausgeholt. Da hat man schon einen getunnelt per Pass, aber nein, leider ist der Pass nicht angekommen im Strafraum. Oh nein, der stand so frei und leider nichts daraus gemacht. Mkhitaryan ist halt nicht so der Kopfballschütze, obwohl er schon einige Kopfballtore, glaube ich, gemacht hat. So. Modric. Oh oh. Und das Oh oh. sieht nach einem Boateng, guten das Konter Tier aus. wird sich dann Ball. Ja, schön. Und sogar kein Fehlpass. Und Jefferson Fafan. Alter, das war ein geiler Pass, das war ein Lewandowski. geiler Pass. Ich will ja nicht angeben, aber das war ein richtig geiler Spielzug. Erstmal L1, 3, Pass auf Lewandowski. Er hat wohl gedacht, dass ich drauf schieße, aber nein, ich habe zu Thiago gepasst und schön oben ins Eck. Boah. Ey, das ist schwer zu halten. Also ich glaube, der hat sogar neuer alt ausgesehen. Da ist ein Casillas drin, ne? Ist auch kein schlechter Torhüter, aber neuer ist halt besser, ne? Thiago. Alter, ich liebe es, wenn man so geile Tore schießt. Ich habe jetzt schon 2 Tage kein FIFA Ultimate Team mehr gespielt. Oder sogar 3 Tage, aber ich bin noch nicht raus. Thiago. Vielleicht holen wir hier den Sehr gute nächsten Sieg. Kombinationen. Jetzt fehlt nur noch To die the road. entscheidende Lücke. To der zweiten Liga. To the zweiten Liga, Alaba. genau. Ah, schade. Und er Da erkämpft ist er leider stehen geblieben. Da hätte ich ruhig weiterlaufen können, aber egal. Am besten, wenn man. Ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber am besten wäre es, wenn wir die 2-0-Führung jetzt ausbauen. Boah, ich frage mich, wann endlich Eine mein Popschutz wichtige da ist. Das Bank erhoben stand auf wurde der Amazon, Gewinn. stand vom 3. bis zum 20., also 17 Tage. Das Popschutz ist, glaube ich, irgend so ein billiges, aber egal. Ich brauche kein Iniesta. teures zum ersten. Und nun Jefferson Fafan. Das war kein Foul? Ey, das wundert mich jetzt aber. Alter, wie Verfan ihn einfach nur umgehauen hat, ist ja schon heavy. Thiago. Aber was macht ein Rechtsverteidiger wie Jao irgendwas da vorne? So ein Piszczek könnte ruhig nach vorne laufen. Der hat gut Pace und kann auch gute Flanken schlagen. Aber er? Weiß ich nicht. Also, bis jetzt ist auf jeden Fall besser als Trash, würde ich mal sagen. Auch vom Rating her, aber muss man noch schauen.
Es gibt ja irgendwie nur Piszczek als richtig guten Rechtsverteidiger in der Bundesliga. Ja, das war es eigentlich auch schon, ne? Ich glaube schon. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja noch einen und ich vertue mich gerade hier nur. Oh, das war kein guter Pass, leider. Also, ich wünschte, die würden so passen, wie man sich gerade denkt. Irgendwie so per Gedankenübertragung oder sowas. Für die PS5 vielleicht. Ja, ja, wenn sowas gehen würde, das wäre echt schon heavy. Oh, da wollte ich gar nicht hinpassen. Ich wollte zu Reus auf dem Flügel, aber die Dreieckspässe sind immer so... Ja, da könnte FIFA wirklich was patchen im FIFA 16. Also für FIFA 16. Ah. Ah, schade, war Ball gespielt. Aus der Position ein Freistoß, das wäre schon echt nice gewesen. Jetzt aufpassen, dass wir uns keinen Konter fangen. Naja, das ist schon halber Konter, würde ich mal sagen. Ah. Abschluss, würde ich mal sagen. Zum Glück ist Rom nicht mehr dran gekommen. Ich wollte gerade schon leider sagen, aber wäre ein bisschen mindert gewesen. So. Verfahren. Oh Mann, Verfahren, was war denn das? Verfahren gefällt mir in letzter Zeit nicht so gut. Da gefällt mir so ein Shaqiri besser. So, Shaqiri in Form wäre schon echt nice, wenn man den hätte, aber der ist so arschteuer. Ey, das war knapp. Okay, wurde nichts raus. Ungefährliche Situation. Alter, noch eine Ecke. Yo, ich musste gerade ganz kurz cutten, aber ihr merkt ja nichts davon, weil meine Mutter wieder reingekommen ist. Sie hat ein neues Handy bekommen und ja, hat mich wieder was gefragt. Ist ja nicht so, als wenn ich hier ganz laut rede und... Ja, ich habe gesagt, wenn ich im Zimmer rede, dann am besten nicht reinkommen, aber... Ja, muss man sich ja nicht dran halten, ne? Wir gucken mal ganz kurz auf die Statistik, wie die so aussieht. Alter, das war so ein schöner Kopfball, aber leider an den Außenpfosten, aber das war ein schöner Treffer von Thiago, wirklich. Geiler Pass von Lewandowski und dann, okay, 4 zu 5, also 4 Schüsse aufs Tor, 5 Schüsse insgesamt. Er hat 3 Schüsse gemacht, 0 aufs Tor, Ballbesitz 40 zu 60. Er hat mehr Zweikämpfe, ich habe einmal Abseits, er hat mehr Ecken, meine Schussgenauigkeit ist höher. Er hat 0%, okay, und meine Passgenauigkeit ist höher. Alles in allem kann man sagen, die Führung in der Halbzeit ist verdient. Jo, gerade nochmal ein ganz kurzer Cut und er ist direkt schon durchgelaufen. Wegen, ich musste mein Notebook wieder aufladen, denn ist ja auch scheiße, wenn es mitten in der Aufnahme abbricht. Ich muss gucken, dass das Kabel irgendwie nicht die anderen Kabel irgendwie nach unten drückt und dann irgendwas rausgeht und dann... Okay, Ecke. Ecke. Die nächste Ecke, mal gucken, ob wir jetzt was draus machen können. Ah, schade. Leider nicht. Aber ich merke langsam, dass wir am Drücker sind. Wir sind am Drücker. Oh, oh. Die Grätsche ging ins Nichts. Oh nein, Rom ist so schnell. Rom hat Pace. Aber Zieler ist da. Oh oh. Götze hat ihn nicht. Na, was kann Götze eigentlich? Auch der in Form hat mir überhaupt nicht gefallen. In Form sieht es natürlich schön aus. Aber wenn man überlegt, dafür 200 bis 300k mehr zu bezahlen in den meisten Fällen. Bei Götze sogar 700k. Wegen nur 2 mehr. Also. Pace war, glaube ich, nur 1-2 mehr, Schuss 1-2 mehr. Ich finde, das lohnt sich eigentlich nicht, aber wenn man die Coins hat, ne, sieht natürlich schöner aus. Okay, der Pass ist wieder angekommen. Das mache ich in letzter Zeit öfters mal, so ein L1-Dreiecks-Pass. Weil, ja, die sind relativ effektiv. Oh, oh. Ah, zum Glück. Ah, for fun, ey. Ich hätte niemals ausspielen lassen, aber egal. Manchmal, die laufen auch, ohne dass man es will. Man zieht die zurück, aber die laufen trotzdem weiter. Abseits. Sehr nice, sehr nice. Ja, ganz alleine, aber einen Schritt in Abseits. Okay. Im Übrigen, nächste Woche Dienstag müsste ich ja noch die Karten für Leverkusen bestellen. Hoffentlich bekommen wir auch noch Tickets. Leverkusen gegen Bayern, Viertelfinale, ey. Wenn wir dafür Tickets bekommen würden, ey, das wäre so hammergeil. Ach ja, das wäre schon echt nice, aber ich weiß nicht. Am 10., also gestern, beziehungsweise vorgestern, konnten Clubmitglieder ja schon Karten bestellen. Ich weiß nicht, ob schon 30.000 Clubmitglieder Karten bestellt haben. Wenn nicht, dann haben wir Glück und wenn ja, dann haben wir Pech. Es wäre aber schon echt nice, wenn wir auf das Spiel fahren könnten.
Thiago. Oh. Ah, Mann. Ich darf mir jetzt auch keinen hinten fangen. Boah, Alter, Hummels mit der Zehenspitze noch aufgehalten, aber jetzt. Der kleine Konter. Und nun Jefferson Fafa. So. Marco Reus. Oh, oh. Reus. Schön zurückgezogen. Fernschuss mit Götze. Der war gar nicht so schlecht, der Schuss. Bisschen tiefer und der wäre, glaube ich, drin gewesen. Ah, ganz knapp, wirklich ganz knapp. Iniesta. So. Das muss man auch. Ah, Mann. Ja. Oh, Zieler, du Tier. Du bist so ein Tierzieler. Alter, ich dachte jetzt, der wäre drin, perfekt im Winkel, aber nein, guckt es euch an, wie Zieler den rettet. Nun 80er Rating, aber eigentlich müsste er ein höheres Rating haben, meiner Meinung nach. Wirklich, also, der gefällt mir super, der kostet nur 60k im Moment und, boah, super, ey, das ist unglaublich, was der Junge alles schon gehalten hat. So, und jetzt kommt Mkhitaryan. Oh, oh. Ah, schade, der Pass ist leider nicht angekommen. Wurde abgefangen vom gegnerischen Verteidiger. Okay, haben wir sicher. Haben wir sicher. Wenn wir uns keinen Fehlpass erlauben. Kommt er an? Ja, der kommt an. Also die Pässe sind schon echt nice, muss man zugeben. Und Fernschuss mit Reus leider nicht. Ich habe noch gehofft, dass der Torhüter den nicht richtig bekommt und dass ein Abpraller geschieht. Aber nein, leider nicht. Modric. Oh, oh. Rom ist wieder unterwegs. Nee. Oh nein, 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 Mann. Ah, ja. Wenn man seine Chance nicht nutzt. Wenn man seine Chance nicht nutzt. Ich hasse es so sehr. Ich hasse FIFA so sehr. Ey, das ist so unverdient, wirklich. Ich will ja nicht... Daran merkt man schon wieder, wie gemein das Leben ist. Also, das Leben ist echt unfair. Auch wenn es nur ein Videospiel ist. Das Spiel ist aber noch nicht vorbei. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. So. Ja! 2-1! Bam, Junge, perfekt in toten Winkel da unten rein. Heißt toter Winkel? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein sehr schönes Tor. Alter, Lewandowski hat einen wirklich geilen Schuss. Okay, jetzt wieder Ruhe reinbringen. Alter, schöner Spielzug. Oh Mann, Mkhitaryan kicken die auch immer weg. Egal, Freistoß, geil. Spielen wir den, ja. Schade, Ecke. Elfmeter? Ja, noch besser. Wenn wir den Elfmeter jetzt reinmachen, würde ich sagen, das Spiel ist gelaufen. Dann würde ich wirklich sagen, das Spiel ist gelaufen. Nein! Oh Mann, oh, was war das denn? Ich hätte einfach nach rechts schießen sollen, ohne groß zu tricksen. Oh Mann. Das war die Chance, das war die Chance. Ah, schade, ich hätte früher drauf schießen müssen. Reus super abgefangen. Oh oh, oh oh. Wenn wir jetzt noch 2-2 spielen, ey. Ich raste aus, ich raste wirklich aus. Ist witzig für euch zu sehen, aber... Oh! Okay. Er macht Pause. Mal gucken, was er machen will. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache einen ganz kleinen Cut. So, die Ecke steht an und der Gegner wollte wahrscheinlich auswechseln. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir... Aus. Er spielt jetzt sehr offensiv. Wen er reingebracht hat, habe ich gerade wirklich nicht drauf geachtet.
Okay, der Pass. Oh, Junge, wie schnell ist der rechte Flügel. Der rechte. Ah, das ist Bale, ne? Fuck. Götze hat geklärt. Götze hat wirklich geklärt. Das erste Mal, dass ich ihn in diesem Spiel gebraucht habe. Oh oh. Oh oh. So, für einen Angriff reicht's noch. Oh, das war doch nichts. Oh, Gott sei Dank. Wo passen wir am besten hin? Irgendwie auf dem Flügel oder so. Ja, wenn der Pass nicht ankommt, dann ist das auch ein bisschen blöde, ne? Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Götz hat wieder geklärt. Oh, 5 up, ja! 2:1 gewonnen nach dem Treffer von Lewandowski. Am Ende noch einen Elfmeter verschossen. Vielleicht hätten wir den noch reinmachen können, aber 3 Punkte geholt. Was will man mehr? Was will man mehr? Jetzt gucken wir uns noch die Statistik an, ob der Sieg wirklich verdient war am Ende. Schüsse 10:6, Schüsse aufs Tor 3:7, Ballbesitz 43:57, Zweikämpfer natürlich sehr viel mehr wirklich. Fouls hat er mehr, Eckengleichstand, Schussgenauigkeit habe ich höher und Passgenauigkeit habe ich auch höher. Alles im einen kann man sagen, der Sieg ist verdient. Da würde ich auch mal sagen, das war es dann auch für die heutige FIFA 15 Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.